So, hallo. Fortnite hatte gerade ein Update, aber ich habe keine Ahnung, was verändert wurde. Und hier oben sehe ich auch nichts Neues. Also ja, keine Ahnung, was passiert ist. Wir gucken mal kurz, was wir an Aufträgen für heute haben. Erhalte Schilde. Okay, das geht ja ganz automatisch. Erhalte Schilde von Sprungschlüssel. Okay, da fahren wir zu dem. Perfekt. Machen wir in einem Wisch. Optimieren. Optimal. Überlebe Sturmfeuer. Ja, okay, alles automatisch im Prinzip. Sehr schön. Sinnvoll wäre nur, dass wir in dieses Gebiet dann hier gehen, wo die Sprungpilze sind. Aber ansonsten alles gut. Ja, und ich hab was gesehen. Und zwar, dass ich doof bin. Ich habe doch gesagt, hier Schnips. Und irgendwie sehe ich diese Marken noch nicht. Ja, ich habe auch die Aufträge noch nicht freigeschaltet. Hier oben steht's. Man muss halt auch mal seine Äuglein aufmachen, ne? Aufgabenstellungen richtig lesen. Hole dir Schnips im Battle Pass und schließe Aufträge ab. Also, wir müssen erst den Kollegen hier holen. Insofern, let's go. Das ist hier, das ist hier. Und wenn man da jetzt nämlich mal hinschaut, enthält Aufträge zum Zusammenbauen. Ja, da kommen dann die ganzen Dinger her. Deswegen ist das jetzt die Belohnung, die ich schon mal einfordere. Und hier sind nämlich die Aufträge dabei. Ja. Und jetzt, ab jetzt, sollten dann die Marken zu finden sein an den verschiedenen Orten. Also wir sind mal gespannt, wir werden mal die Augen und Ohren offen halten, ob wir Marken sehen. Irgendwelche Arten von Marken. Nicht, weil ich diese Figuren zusammenbauen will, weil ich die so schön finde. Einfach, weil es Collectibles sind. Und ich meine, dafür kauft man sich dieses Ding, dass man das machen kann. Nur Trottel Conan hat das wieder nicht gecheckt, dass er erst den Kollegen holen muss und dann da weitermachen kann. Aber ja, jetzt haben wir es gecheckt. Jetzt können wir da rein. Ich pausiere und wir sehen uns, wenn es losgeht, gleich wieder. So, und der Bus kommt und er fährt sogar relativ praktisch. Wir können dann nämlich hier zu den Pilzen gleich runter. Müssen wir mal kurz gucken, wo am ehesten die Pilze waren. War das hier so oder war das mehr so da? Bin mir nicht sicher. Aber wir werden sehen. Erstmal beim Busfahrer bedanken und da haben wir gleich Phase 2 von 20 dann geöffnet. Sehr schön. Wo sind die Pilze? Da sind die Pilze. Dann werden da auch relativ viele Schlürfpilze zu finden sein, hoffe ich mal. Huch. Okay, das sind diese Dinge. Boah, Alter. Jetzt leckt es aber gerade böse. Was war das denn? Da ist doch schon ein Schlürfpilz. Komm ran. Hui. So. Ach, haben wir schon abgeschlossen? Oh, okay, cool. Oh, das war keiner. Ich dachte, ich muss das jetzt 10 Mal machen oder so, aber dann hat sich das mit einem Ding schon erledigt. Oh, finde ich supi. War da nicht irgendwas von 10 gestanden? Eins von 10? Ja, ist egal. Soll mir recht sein. Oh, damn. Ich sehe da was. Ah, meine Tasten. Ich verwechsel gerade alles. So. Schild erhalten wir auch gerade. Da ist mehr Schild für uns. Hui. Prima. Da ist noch mehr Schild. Schisch. Hat mich einer gesehen? Oh, Schirm. Okay. Das war keine gute Idee von dir.
So, wo müssen wir denn hin? Okay. Oh. Mehr Schild. Nice. Ja, wo... Bin ich doof? Ist die hinter der Wand? Die muss hinter der Wand sein. Ah, ja. South Pack. Das nehmen wir doch gerne mit. Die haben wir, glaube ich, jetzt schon dabei, die Waffe, ne? Also, passt schon. Wenn in der Richtung wird... Ah, da oben ist noch eine, okay. In der Richtung wird geschossen. Oh. Schade. Da oben einer drin? Bruder! Ach, verdammt nochmal. Der ist jetzt aber sehr nah. Mist. Nice! Aber wir müssen hier gleich weg, Leute. Ach, scheiße. Keine Zeit hier rumzuspielen. Weiß nicht, ob ich mich jetzt hier aufhalten soll, weil eigentlich müssen wir weg. Kollegen. Müssen die doch auch kapieren. Oh, aber wisst ihr, was ich schnell mal mache? Wenn ich schon hier bin. Gleich mal ein Gespräch. Ne? So, zack. Haben wir gleich mal ein Gespräch geführt. Mit dem Kandidaten. Okay. Gut. Ist jetzt hier noch jemand? Ich meine, jetzt wird es Nacht geworden und die Zone kommt auch, also ich denke, wir hauen ab. Ich denke, wir hauen einfach mal ab. Schön langsam und gediegen ab. Vielleicht auch nicht langsam und auch nicht gediegen. Aber ab. Hui. Gibt es irgendwelche... Oh. Hier hat jemand einige Dinge liegen lassen. Ich verstehe nicht, warum Leute Munition liegen lassen. Ach nee, er hat gar nicht jemand was liegen lassen. Shoot. Kommt ja doch etwas schneller, als ich dachte. Ah! Das ist nicht ganz das, was ich mir erhofft hatte.
Können wir sie einholen? Hui! Ja, wir sind gleich in der Zone. Alles gut, wir sind gleich in der Zone. Ach, Leute, geht mir nicht auf den Nerv. So. Oh, Scheiße. Schade. Okay, der ist... Kollege! Ist ja gut, Mann. So, ist der Typ jetzt da oben... So. Der Typ jetzt noch da oben? Das wäre ziemlich dumm, aber hey. Das ist der Ort, wo er diese Greifhandschuhe bekommen kann, ne? Nicht, dass ich die jetzt wollen würde, aber... Da ist einer. Sieht er mich? Nicht wirklich, ne? Oh. Nee, das war das Ding, was sich bewegt hat. Nee. Nee, alles zu weit weg. Okay. Wohin müssen wir eigentlich als... Ne, ach so, wir müssen darüber. Ja, komm. Dann gehen wir schon mal langsam in die Richtung. Ja, jetzt zieht sie sich eh gleich wieder zusammen in die Zone. Das geht gar nicht, das dauert gar nicht mal immer so lange. Geht dann sogar recht fix plötzlich. Aber wir haben ja Vorsprung vor der Zone, alles gut. Das ist hier, okay. Ich weiß nicht, ob ich hier so unbedingt sein will. Ah, es ist sogar ein bisschen weiter drüben. Erst hier fängt es an, okay. Erst da fängt's an. Okay, okay. Alles gut. Da drüben scheint es Kämpfe gegeben zu haben. Hier gab es Kämpfe. Und hier wurde auch schon alles geplündert. Das ist ein Zelt. Ja, das ist ein Zelt. Raurinett. Und da ist die Zone auch schon. Komm zu Papa. Richtung. Ja gut, da gibt es Sinn, ne? Kommst du da hoch? Okay. Oh mein Gott, bin ich schlecht.
Hab da mal kurz die falsche Waffe ausgewählt. Oh, war das scheiße. Oh, war das scheiße. Ich hab mit dem Ding geschlagen. Aber juckt. Okay. War das schlecht, ne? Oh! Oh, das ist gut zu wissen. Wenn man die kaputt macht, kriegt man auch Schilde. Ach, gucke mal. Siehste? Habe ich noch nicht gewusst. Wieder was gelernt. Es war taktisches Sterben, damit wir was lernen. So war das nämlich. So war das und so war das von Anfang an gedacht. Genau so. Wer was anderes sagt, lügt. So, lass mich mal kurz gucken. Oha. Lass mich mal kurz gucken, was jetzt neu dazugekommen ist. Zerstöre Gebäude. 50 Stück. Okay, irgendwo... Oh ja, optimal. Optimal. Ich würde sagen, wir zerstören bei Condo Canyon Gebäude. Wobei die Sturmphase überleben kommt eh automatisch. Eigentlich brauchen wir es nicht. Und Schilde holen wir uns auch automatisch. Eigentlich ist es egal. Eigentlich ist es egal, ganz ehrlich. Ist irgend... Ah, wobei... Wir kombinieren Condo Canyon mit den Marken. Vielleicht finden wir ja mal Marken. Ich würde gerne in dem Part Marken finden. Damit ich nicht nur am Anfang des Parts sage, hey, hier, Schnipsmarken. Sondern damit ich sie auch mal finde. Na, mal gucken. Also hier Gebäude zerstören ist das eine. Das andere wäre Schnipsmarken finden. So, wir gehen das mal auf die Tankstelle drauf. Oh Gott. Oh Gott. Das war nicht, was ich wollte. Ah ja, es gibt tatsächlich Schilde. So, jetzt ist nur das Problem. Okay. Tut mir leid, dass ich deine Runde gleich beendet habe. Aber... Ne? So ist es halt. Mal gewinnt man und mal verlieren die anderen. So. Den ganzen Quatsch, da brauche ich nicht. Munition nehmen wir natürlich noch gerne das ganze Zeug mit. Scheißen, Dweck. Wo? Oh Gott, mehrere Schritte. Oh shit! Noch jemand? Möchte noch jemand? Okay. Oh boy. Ah ne, das Bot, ne? Aber das ist kein Bot. Oh, damn, ich brenne bis hier. Okay, huch. Das war nicht der Plan. So, Fischi. Noms. Okay.
denke, mehr gibt es jetzt hier wirklich nicht zu tun. Wir wollten Gebäude zerstören. Ach, scheiße. Nee, das ist der Bot. Wo muss ich eigentlich hin? Ja, okay. Oh, hier ist Gespräch. Da führen wir doch gleich noch ein Gespräch, ein nettes. Das ist da oben, das Gespräch. Nee. Komme ich an das Gespräch ran? Hier komme ich an das Gespräch ran. Hello. Ach, kennen wir schon. Kennen wir schon. Schade. Okay, jetzt zieht sich das Ding zu. Ach, ihr wollt ja Gebäude zerstören, ne? Das jetzt Gebäude zerstören hier? Ja, 10 von 50, perfekt. Nice. Noms, noms. Noch ein Zelt. Aber 20 von 50 erst, oha. Vielleicht nicht die beste Idee, das so zu machen. Okay. 30 von 50, okay. Oh, trifft. Schwachstellen gibt auch Dings. Also alles, egal was man macht, es gibt alles Meilenstein-Geschichten. Oh, das ist gut. Den nehmen wir gleich mal zu uns. Jawohl, da sind die Schilder auch voll. Und damit haben wir, glaube ich, dann auch schon... Nee, das ist der zweite tägliche Auftrag, stimmt. Der, den ich jetzt gerade mache, wäre ja der dritte. Oh, Zone kommt. Yes, wir haben's. Das war der dritte Auftrag. Oh, ich laufe in die Zone rein. Huch. Das ist vielleicht nicht die beste Idee. Beste Idee wäre vielleicht eher aus der Zone rausfahren. Und dir. Yeah, da hat sogar ein Turbo. Aber Turbo ist keine gute Idee, weil dann kriegt man schneller Dings. Dann geht schneller Dings aus. Ja, Rest im Magen habe ich jetzt keine gefunden, habe ich aber auch nicht wirklich gesucht. Okay. Hoppala. Komme ich an die Kiste noch ran, bevor die Zone kommt? Ah, die Kiste auf jeden Fall ist, ist außerhalb der Zone. Vielleicht schnell. Schnell. Hat nichts. Ist egal. Juckt. Okay. So, also da unten ist auch schon wieder Party. Oh, ich sehe auch Leute. Ich sehe Leute. Die Frage ist, sehen die mich? Scheiße, ich bin so schlecht. Mir ist egal, ich gehe da rein. Ja, kann ich auch. Nur ich treffe.
So, was haben wir denn hier Hübsches alles? Das nehmen wir doch gleich mal mit. So. Nee. Wo müssen wir als nächstes hin? Okay, weiter nach innen. Dann gehen wir weiter nach innen. Nee, in die Richtung. Okay. Sind ja auch nur 40 Sekunden, also da ist schon ganz klug nach weiter. Aber wir sind noch 30 Spiele, also. Da geht noch gut was ab. Ach nee, diese Tiere gehen mir so ein bisschen noch auf die Nerven, muss ich gestehen. Da ist eine Tankstelle wieder. Oh, und da geht's auch ab. Okay, komm, wir mischen uns ein. Ich hab Lust auf Randale. Wo war das? Wo kam das her? Ja, man sieht's nicht so richtig. War da einer gerade oder habe ich mir das eingebildet? Ja, ich habe es mir eingebildet. Na gut. Wir sind in der nächsten Zone drin. Die Frage, die ich jetzt gerade habe, kann ich in dieser Zone irgendwo Restimarken finden? Restimarken. Doch, die heißen so, passt schon. Nö. Gut. Dann hat sich das erledigt. Dann spielen wir einfach eine ganz normale Runde. Doch auch was. Dann spielen wir einfach eine ganz normale, gewöhnliche Runde. Alter, ein legendärer Vogel. Was hast du Hübsches für mich? Hammersturmgewehr. Ich glaube, da kann ich das mal austauschen. Da müssen wir das Hammersturmgewehr doch gleich mal einsetzen. Du kommst hier nicht raus. Okay, wo ist der? Mist, der ist runter, oder was? Rausgerannt, oder was? Damn. Wo ist der hin? Kann doch nicht sein. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass der schneller ist als ich. Ja, gut. Sei dir genehmigt. Yo, 43.000 EP allein für Auftrag, 48.000 EP im Match insgesamt. Sieg. Sick. Okay, dann lasst uns noch eine Runde machen. Ich will gerne noch diese Marken einmal finden. Wir suchen jetzt einen Ort raus, wo es diese Marken gibt und versuchen dann dahin zu kommen. Na, das ist jetzt alles irrelevant, weil die täglichen Dinge haben wir. Das haben wir jetzt auch hier weiter, Stück für Stück. So.
Also, Wave Cave wäre ein Ort, der möglich ist. Da wäre ein Ort, der möglich ist. Hier wäre ein Ort, der möglich ist. Okay. Kann man die nicht einfach alle? Man kann immer nur einen Auftrag verfolgen, oder wie? Ah, okay. Ja, kann man nicht einfach sagen, ich möchte die Resti-Aufträge verfolgen? So. Aber gut, scheinbar nicht. Gut. Na, dann müssen wir gucken, wohin der Bus fährt. Und entsprechend setze ich dann den Auftrag einfach mal. Okay, wir sehen uns gleich wieder, wenn es losgeht. So, da hätte ich fast vergessen zu starten. Wir sind mal wieder hier und das wäre wieder Condo Canyon als Möglichkeit. Komm, dann machen wir das. Da waren wir gerade schon. Da gucken wir uns jetzt mal ein bisschen in Condo Canyon um. Nach Resti-Marken. Diesmal ein bisschen schneller. Wir starten wieder bei der Tankstelle. Ich denke, das ist immer ein ganz guter Start. Wir haben heute mal den Wir haben gerade 3 Millionen andere, die mit uns mitfliegen. Dann muss ich auf jeden Fall weiterfliegen, dass ich mir Waffen nehmen kann, bevor mir jemand anders Waffen wegnimmt. Weil hier landen jetzt einige. Das ist vielleicht nicht so gut. Was war das für ein Geräusch eigentlich? Den Kuhfänger braucht kein Mensch. Ja, jetzt geht's nämlich hier schon ab. Das ist genau das Problem. Okay. Ist noch nicht viel Schild, aber besser wie nix. Gut, aber wir wollen uns ja hier eh ein bisschen umgucken, ne? Mal schauen, ob wir jetzt irgendwelche Resti-Marken finden. Und ob die dann, sind die irgendwie offen? Sind die in Gebäuden? So, keine Ahnung. Ich bleibe einfach, werden wir hier jetzt 3 Minuten lang haben wir Zeit, uns hier umzugucken. Vielleicht finden wir ja irgendwelche Marken. Das wird so. Oh, ich habe die gleiche Waffe. Weg damit. Oh, da drüben sind ganz viele Schilde. Oder unten auch. Bin ich hier noch relativ ungestört? Sieht gut aus. Ach, das ist für Kondition. Was ist denn hier mit den Dingern los? Können wir die uns doch. Oh, da oben drauf war der. Ist das eine Resti-Marke? Yay. Okay, also die sind einfach auf dem irgendwo. Die sind einfach irgendwo. Okay. Nice. Das ist doch dann schon mal was. Das heißt, die, also die findet man einfach dann zufällig irgendwo. Man läuft rum und dann sind da irgendwo Resti-Marken. Okay. Gut. Dann ist es nichts, was ich speziell suchen müsste, beziehungsweise wenn ich halt spezielle will, könnte ich in ein spezielles Gebiet gehen, so, aber ansonsten sind die einfach irgendwo. Nicht speziell versteckt. Sehr gut. Da unten ist eine. Also auch wirklich mitten so im Eingang. Okay. Kasse plündern. Scheiße. Bist du sicher, dass du das willst? Weil, keine Ahnung. Verstehen wir nicht, wenn Leute reinrennen und es halt schief geht. Aber ich meine, ich habe das ja auch immer gemacht, so. Wahrscheinlich sollte ich einfach die Klappe halten. Ist das die gleiche Waffe? Ich habe die zweimal jetzt, ne? Ja, das ist natürlich Schwachsinn. Okay, ja, jetzt müssen wir uns dann doch langsam schicken.
Wir haben Resti-Marken gesehen, mehr wollte ich eigentlich gar nicht. Wir haben wieder was gelernt. Wenn wir eine noch finden, könnten wir das erste Resti-Ding schon machen, ne? Ich frage mich jetzt auch gerade so, sind die einmal nur an einer Stelle und dann nie wieder? Oder werden die da immer wieder jetzt auftauchen, sodass man einfach immer den gleichen Ort abfarmen könnte? Das weiß ich halt alles natürlich nicht. Woher auch? Oh, scheiße. Das ist oben. Okay, schlechte Waffe. Bessere Waffe. So, eine Resti-Marke. Scheiße. Okay, wir kümmern uns erstmal um den Kollegen. Dir tue ich nichts, du bist ein Bot. Alles easy. Oh, das ist die Waffe. Also ja, aber dann so. Statt dem Fisch. Aber kein Resti mehr gefunden jetzt, ne? Ärgerlich. Liegt hier irgendwo noch ein Resti rum? Nee, die Zone kommt. Egal. Dann machen wir wieder die gleiche Geschichte wie vorhin. Wir fahren mit dem Auto. Das ist das gleiche Auto wie vorhin. Und wir zünden einfach weg. Wo muss ich hin? Ey, das ist fast wie vorhin. Chillig. Hallo. Okay, das war vielleicht nicht so klug. Ich habe jetzt keine Zeit für den, sonst würde ich mich schon mit dem gerne beschäftigen. Der einfach noch am Schießen ist. Aber vielleicht jetzt auf die Tiere gerade, weil... Ah, nee, er will es noch wissen. Er will es immer noch wissen. Oh, dann tschüss, ne? Oh, aber Sanctuary sind auch Marken. Da können wir auch uns umgucken. Andere Marken, aber auch Marken. Okay, wir heilen uns erstmal kurz. Ups. Ich will nicht schießen, ich will das Getränk hier zu mir nehmen. Meine Güte. Was ist denn los? So. Was ist das denn für eine Aktion, hey? Oh, scheiße. Okay. Wenn du gerne im Wasser springen willst. Hätte ich dir jetzt ja nicht empfohlen.
Ist es jetzt sinnvoll, den Loot da mitzuholen? Ist da drüben jemand? Ah, wir können mal rüberschwimmen. Ah, also sogar laufen. Also so halb schwimmen und laufen, okay. Das hat aber, also das hat er denkbar ungünstig gemacht. Oh, scheiße. Ich habe auch gerade was denkbar ungünstig gemacht. Dang it, wo muss ich denn jetzt hin? Nicht gut. Das ist weit. Aber noch sind wir schneller als die Zone. Muss irgendwie da hochkommen. Oder wir gehen da... Wir gehen unten am... Wir bleiben unten am Fluss. Wir bleiben unten am Fluss. Und wir gehen hier hoch. Okay, hier können wir hochgehen. Ja, so viel zu Marken in Sanctuary finden. Das hat sich dann auch erledigt. Ah, das ist... Was ist das denn? Ist das so ein Taschenriss oder was? Oder ist das so ein Glühwürmchen-Ding? Ah, so ein Glühwürmchen-Ding, ja, okay. Brauche ich nicht, alles cool. Okay, dann geht's bei Daily Bugle oder Bugle oder wie auch immer weiter. Ah, deswegen heißt das so. Da steht's nämlich. Okay, das ist kein Dings. Moin. Ich tausche das mal kurz aus, ja? Okay, cool. Aber ich glaube, hier sind auch Marken. Jetzt sehen wir ja zufällig welche. Aber ist jetzt nicht der... Ist jetzt nicht der... Sheesh! Jemand hier hoch. Oh, hier ist jetzt ziemlich Party, glaube ich. Jupp. Ah, nicht auf den schießen, nicht auf den schießen. Ah, es hat böse gezwirbelt. Nein, ich will dir... Mein Gott. So rum. Oh, wir müssen aber schon wieder weiter. Wir müssen schon wieder weiter. Hier geht's nicht. Ja, wir halten uns nicht lange. Es war ein ganz kurzer Aufenthalt hier in Daily Dingens. Wir müssen leider schon wieder verlassen hier. Scheiben. Okay. Das war keine gute Idee, mein Freund. Nu, der ganze Loot. Oh, der hat eine Krone dabei gehabt. Witzig. Da hatte jemand eine Krone dabei.
Halt, ich will das. Okay, so viel Zeit muss sein. Gespräch haben wir, glaube ich, hier schon geführt, ne? Das war die Sonnenviech-Ding sich. So, hier mal kurz hinsetzen. Da sollten wir safe sein. 7 Leute noch. Puh. Aber es bewahrheitet sich immer wieder. Derjenige, der angreift, ist meistens der... Oh, da war einer. Okay. Derjenige, der angreift, ist meistens der, der dann den Kürzeren zieht. Das ist das, was mir auch immer passiert ist. Deswegen mache ich das auch nicht mehr. Außer jetzt. Nee, ich weiß nicht. Sehen die mich? Ich meine, ich bin hier relativ offen, also... Die Frage ist halt, ob die sich auf jemand anderen konzentrieren gerade. Wir müssen aber in 20 Sekunden eh weiter da nach innen. Da rennt einer rum. Da hoch jetzt. Oh. Schade. Okay, tschüss. Ich hab mal einen Schuss abgesetzt, aber das ist nicht gut gegangen, deswegen lassen wir das. Jetzt muss ich eh weiter rein. Aber ich würde gerne sicher weiter rein. Im Schutz der Bäume. Damit mir hier nicht gleich einer ins Gesicht springt. Und ich weiß jetzt, dass da oben einer, also zumindest in der Nähe da oben einer ist. So, wir sind in der Zone. Aber 4 Leute noch. Nur noch 4, oh Gott. Nur noch 4. Das war da drüben. Wo kam das her? Scheiße. Aus dem Busch oder was? Dang. Da in einem Busch drin oder was ist da los? Okay, die müssen zu mir. Zone wird kleiner, die müssen zu mir. Ich stehe richtig. Ist der noch in dem Busch drin? Das kam mir so vor. 3 übrigens noch. Feigling. Geht das? Reicht das aus? Scheiße. Er hat trotzdem die besseren Optionen. Schlechte Idee. Ja, okay. Ich dachte, ich komme nochmal weg. Aber dann erledige du jetzt bitte den Typ im Busch. Das schaue ich mir jetzt noch an. Ich will, dass er den Typ im Busch erledigt. Der ist immer noch im Busch. Der ist immer noch im Busch. Jetzt was gebracht, das Elektro-Ding kaputt zu machen? Nee, ne? Ja, der kann im Busch bleiben. Ja.
Hat der gesehen, wie ich den im Busch angeschossen habe? Finde ich gerade riskant, hier reinzugehen. Finde ich gerade sehr riskant, aber okay. Aber der im Busch ist auch gerade nicht, also... Jetzt muss er langsam raus. Ja, da kommt er, da kommt er. Oh, bitte erledigt den für mich. Erledigt den für mich. Mach den Typ fertig. Mach den Typ fertig. Nein, das ist das keine Zeit für sowas. Das ist nicht gut. Nein, nein. Oh. Na gut. Die blaue Banane hat gewonnen. Okay. Ist es nicht vorbei? Ist vorbei, ne? Ja. Gut. Dann gehen wir raus. Abbrechen. Und Abflug. Okay. Wir haben zwei Marken, glaube ich, gefunden. Na, hier haben wir jetzt... Genau, da. Zwei... Und ansonsten noch nichts. Okay, also die kann man sozusagen... Ich meine, das sieht komplett bescheuert aus, ne? Ich will auch nicht so aussehen. Mir geht's absolut nicht darum, so auszusehen. Mir geht's wirklich nur darum, das Zeug zu sammeln. Mehr ist es nicht. Geht nur ums Sammeln. Ah, und die kommen... Okay, und die kommen dann in weiteren Tagen nach. Okay, ich verstehe. Alles klar. Ja, dann bedanke ich mich jetzt an der Stelle erstmal fürs Zuschauen. Wir haben gelernt, wie diese Schnipsdinger funktionieren. Und alles andere wird sich ergeben. Da wollte ich nicht hin. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.